Hey, willkommen zurück am Samstag. Hast du dich auch schon immer mal gefragt, welche Art von Frauen man lieber nicht treffen, daten oder kennenlernen sollte? Wenn du dich das bis jetzt noch nicht gefragt hast, dann könnte das ein Anzeichen dafür sein, dass du keine Standards hast in deinem Dating. Und wenn du keine Standards hast, dann ist das ein Problem, aber darum soll es hier nicht gehen. Ich verrate dir heute die Typen von Frauen, die Anzeichen bei Frauen, die dafür sorgen sollten, dass du ganz schnell das Weite suchst. Also genau wie es komische Männer gibt, bei den Frauen lieber das Weite suchen sollten, gibt es komische Frauen, bei denen Männer lieber das Weite suchen sollen. Und der erste Typ Frau, vor dem du dich hüten solltest oder bei dem du aufpassen solltest, egal ob du datest, nur mit ihr zu schlafen oder ob es auf was Längeres hinausläuft, also ich werde immer zwischen diesen beiden Sachen unterscheiden, einfach nur mit ihr schlafen oder auf was Längeres. Bei diesem Typen, der jetzt kommt, solltest du in beiden Fällen aufpassen. Sex ist in Ordnung, kann man machen, geht wohl noch, aber auf keinen Fall Beziehung mit sowas. Nämlich, wenn eine Frau in den ersten paar Sätzen dich fragt, ob du ihr ein ausgeben kannst. Oder dich nach kurzer Zeit fragt, ob du ihr Geld leihen oder geben kannst. Na, ich kenne da ein paar Männer, die immer wieder an Frauen geraten, die nach kurzer Zeit, wo die sich kaum kennen und sich vielleicht noch nie gesehen haben, direkt immer Geld von den Männern haben wollen. Und viel Geld, nicht wenig Geld. Und dann gibt es halt diese Männer, die da einfach noch keine eigenen Standards entwickelt haben und dann tatsächlich den Frauen auch das Geld geben. Und wenn du auf so einer Basis anfängst, dann ist das schon schlecht. Genauso wie mit Drinks. Also wenn die Frau dich anspricht und das Erste, was sie sagt, ist, kannst du mir einen Drink ausgeben, dann ist das schon schlecht. Dann würde ich schon, also solche Frauen lerne ich nicht weiter kennen. Die gucke ich einfach nur an und gucke dann wieder weg und denke mir so, schade, sah es ganz gut aus, aber dann hast du es direkt mit dem ersten Satz versaut. Solche Frauen, also das fängt schon schlecht an, ja, wenn die Konversation schon anfängt mit, hey, gibst du mir was aus und du sagst, ja klar, mache ich das, ich kenne dich zwar kaum, aber hier, nimm mein Geld. Das ist schon ein scheiß Anfang. Das heißt, bei solchen Frauen, die entweder sofort mit so einem Drink ausgeben Kram kommen oder relativ früh Geld von dir haben wollen, lauf weg, renn so schnell du kannst. Was diese Drinksache angeht, die wird einfach oft mal in der Flirt-Community so ein bisschen sehr schlecht gemacht. Wenn du jetzt einen coolen Abend mit einer Frau verbringst im Club und ihr habt ein paar Stunden, unterhaltet euch eine Stunde zusammen und ihr habt echt viel Spaß und genießt die Zeit zusammen und dann gibst du ihr einen Drink aus, dann ist dagegen überhaupt nichts einzuwenden, das ist überhaupt kein Problem. Aber diese Situation, von der ich gerade erzählt habe, dass die Frau direkt am Anfang einen Drink von dir haben will, lauf einfach weg, lern die nächste Frau kennen, halt großen Abstand von diesen Golddigger-Frauen. Die zweite Sache ist ein bisschen spezieller für Frauen, wenn du gute Frauen für eine Beziehung suchst, aber ist einer der zuverlässigsten Indikatoren, den ich je kennengelernt habe, um herauszufinden, ob eine Frau für eine Beziehung taugt. Und zwar, wenn du dir vorstellen kannst, wow, die Frau ist cool, die gefällt mir, dann frag die Frau mal oder erlebt das besser, wie ist die Verbindung zu ihrer Familie, zu ihrer Mutter und ihrem Vater? Das ist einer der größten Kriterien überhaupt für, in meiner Sicht, für eine gesunde Frau. Also das ist hier egal, wenn du Sex mit ihr haben willst, ist es egal, dann ist es kein Problem. Dann kann es vielleicht sogar ein Vorteil sein, dass sie irgendwelche Daddy-Probleme hat oder so. Aber wenn du mit ihr in eine Beziehung gehen willst und es gibt irgendwelche wirklich schwerwiegenden Probleme mit der Familie, dann kannst du davon ausgehen, dass es auch irgendwelche schwerwiegenden Probleme gibt bei ihr, die sie noch aufarbeiten muss. Und du willst halt nicht die Person sein, die mit ihr durch diese Arbeit geht. Ja, also optimalerweise. Wenn du eine hochqualitative Frau haben möchtest, dann solltest du aufpassen vor Frauen, die noch ganz viel emotionalen Kram mit sich herumtragen, die sollten das vielleicht erstmal mit sich selbst lösen, weil viele dieser Frauen gehen dann auch in eine Beziehung, um sich vor diesen Problemen zu verstecken, um sich nicht mit diesen Problemen auseinanderzusetzen. Und das kommt früher oder später irgendwann ganz eklig hoch, wie als wenn du das Klo verstopfst und weiter reinscheißt, irgendwann läuft es halt über den Rand. Und genauso ist es an der Stelle und deswegen frag gerne mal nach oder erleb das gerne, wenn du die Eltern kennenlernen kannst. Wie ist die Beziehung zu den Eltern von ihr? Im Speziellen, wie ist die Beziehung zu dem Vater? Und du kannst davon ausgehen, wenn die Frau eine gute Beziehung zu ihrer Familie hat, dann ist sie auch sehr beziehungsfähig und wahrscheinlich auch gutes Beziehungsmaterial. Die dritte Art Frauen, vor der du aufpassen solltest, sind Frauen, die sexuelle Sachen und sexuelle Aussagen von dir ganz extrem schlecht machen wollen. Also, es ist flirttechnisch nicht besonders klug, übermäßig früh ganz viele sexuelle Aussagen zu machen. Das ist flirttechnisch einfach schlecht gemacht. Und es kann sein, dass die Frau darauf negativ reagiert, weil sie nicht irgendwie mit dir assoziiert werden will, nicht irgendwie als Schlampe dastehen will, weil sie auf deine sehr frühen sexuellen Avancen eingeht. Das kann sein. Aber wenn die Frau vermehrt,
ja, immer wieder auf sexuelle Sachen, auf Körperkontakt irgendwie extrem negativ reagiert, dann wäre ich an deiner Stelle ganz, ganz vorsichtig, denn dann kann es sein, dass du mit irgendeinem Missbrauchsfall zu tun hast, mit einer Frau, die irgendwie sexuellen Missbrauch erlebt hat oder irgendwas körperlichen Missbrauch erlebt hat oder die allgemein eine ganz, ganz komische Einstellung zum Thema Sex hat, und das gibt es öfter als du denkst. Und genau, das sind auch nicht unbedingt Frauen, mit denen du dich auseinandersetzen möchtest, weil deren Probleme bringen die dann zu dir mit. Und ja, das ist nicht das, was du willst. Mit der Zeit, wenn du deine eigenen Standards und dein eigenes Selbstbewusstsein erhöhst, wirst du solche Frauen weniger anziehen, denn es ziehen sich immer nur Leute von ungefähr gleichem Selbstbewusstsein an. Also du wirst, wenn du ein hohes, wirklich hohes und gesundes Selbstbewusstsein hast, wirst du solche Frauen nicht anziehen. Dann wird da keine Anziehung entstehen. Vielleicht kurzzeitig ja, und für was kurzes Sexuelles, aber nicht für was Längeres. Aber auch kurze sexuelle Sachen funktionieren mit diesen Frauen ja meist überhaupt nicht wirklich, weil da eben diese ganzen Kopfsachen sind, was das Sex angeht, diese ganzen körperlichen Sachen, wo sie vielleicht blockiert sind, weil sie mal irgendwas Schlimmes erlebt haben. Das kann auch anders sein. Also es kann auch sein, dass sie körperlich missbraucht wurden und trotzdem sexuell offen sind, aber dann gibt es meistens irgendwo anders irgendwelche Probleme. Und besser, du lässt die Leute erstmal diese Sachen immer selbst regeln, statt dass du dich mit in eine Beziehung mit denen stürzt oder unglaublich viel Zeit mit denen verbringst. Die nächste Art von Frauen, die ich relativ schnell aus meinem Leben aussortieren würde, sind negative Frauen. Also ich muss mal kurz den Unterschied ziehen, weil sonst kommt das falsch rüber. Fast jede Frau hat mal Momente, wo sie unnötig negativ ist, wo viele negative Emotionen da sind, wo sie sich mal auskotzen muss und du auch vielleicht mal da sitzen musst und ihr zuhörst. Ne? Das gibt's halt. Aber wenn die Frau überwiegend negativ ist und ihre Einstellungen zu Dingen im Leben überwiegend negativ sind, über einen längeren Zeitraum, dann solltest du diese Frau optimalerweise nicht weiter treffen. Na, und deswegen, das sage ich ja mal wieder, ist es so wichtig, dass du Frauen über einen längeren Zeitraum triffst, bevor du mit ihnen in eine Beziehung kommst. Kein, ich gehe in eine Beziehung ohne Sex zu haben, und bitte kein, kennen uns seit 2 Wochen, wir sind jetzt in einer Beziehung. Sondern, hey, wir haben mehrere Monate miteinander verbracht, ich habe die Frauen in verschiedenen Situationen erlebt und habe gemerkt, sie entspricht meinen Standards, ist eine coole Frau, ich habe Spaß mit dieser Frau und jetzt könnte ich mir das vielleicht vorstellen. Ne? Mach ganz entspannt. Guck erstmal, was das für eine Frau ist, guck erstmal, ob die zu dir und deinem Leben passt, ob du die auf Dauer in deinem Leben haben möchtest. Und bitte, das sage ich jetzt mal an dieser Stelle ganz wichtig, geh keine krassen Commitments ein, bevor du diese Frau nicht ganz genau kennst. Also zieh nicht nach einer Woche mit der zusammen, krieg bitte nicht nach 10 oder nach 3 Monaten mit der Kinder, sondern warte einfach, du hast doch Zeit. Nimm dir ein Jahr Zeit, bevor du mit der zusammenziehst, oder länger, 1, 2 Jahre, und find erstmal raus, wie ihr miteinander umgehen könnt, wenn diese Happy Moon, wir sind frisch verliebt Phase vorbei ist. Ja, schau erstmal, wie es dann wird, bevor du mit der in eine Wohnung ziehst und das Ganze dann nicht aufgelöst bekommst, bevor du mit der ein Kind kriegst und dann, weißt du, wenn du mit der ein Kind kriegst, und du hast einfach nicht gecheckt, ob es die richtige Frau ist, dann trennt ihr euch nach ein paar Jahren wieder und das Kind wächst dann irgendwie nur bei der Mama auf und hat irgendwie keinen Daddy. Und dann haben wir das nächste Kind, das zu mir kommt, um von mir irgendwelche Flirt-Tipps zu bekommen. Ist gut für mein Geschäft, aber ist nicht das, was ich will. Lass dir einfach deine Zeit. Und wenn deine Frau übermäßig negativ ist, immer wieder negativ, dann solltest du sie aus deinem Leben entfernen. Jetzt kommen wir zu einer sehr speziellen Art von Frauen, von der ich, oder die ich, ja, man kann mit den Frauen schlafen, kann man, aber darüber hinaus sollte mit diesen Frauen nichts passieren. Sind Frauen, und das gibt es tatsächlich, ich habe das 2-mal erlebt in meiner ganzen Zeit, Frauen, die dir nicht in die Augen gucken können. Das sind dann tatsächlich Frauen, ich hatte einen nicht so extremen Fall und einen extremeren, das sind dann Frauen, die dir teilweise nicht in die Augen gucken. Und mit nicht in die Augen gucken meine ich, die gucken dir niemals in die Augen. Nie. Du siehst deren Augen nicht. Und also, du musst kein psychologischer Experte sein und ich muss dir wahrscheinlich nicht sagen, dass das ein schlechtes Zeichen ist, wenn Leute dir nicht in die Augen gucken können. Es ist ja okay, wenn jemand dir in die Augen guckt und ein bisschen schüchtern ist und ein bisschen wegguckt, alles cool. Aber das waren Frauen, die haben dir nicht in die Augen gucken können. Die gucken dir nicht in die Augen. Nie. Überhaupt nicht. Und das ist natürlich, also offensichtlich ist da irgendwas in denen noch nicht ganz richtig. Ja, irgendwo haben die ein enorm niedriges Selbstbewusstsein und haben wahrscheinlich Angst,
Also in die Augen schauen bedeutet immer eine gewisse Verbindung mit dem Menschen aufnehmen und eine gewisse Spannung. Damit können die halt überhaupt nicht umgehen, weil die wahrscheinlich mit sich selbst überhaupt nicht umgehen können. Überhaupt nicht. Und das ist keine Frau, die du in deinem Leben haben möchtest. Diese Frau muss erst einige Sachen mit sich selbst klären. Lass sie das bitte alleine machen. Stürz dich da nicht in irgendwas rein. Wie gesagt, mit diesen Frauen schlafen kann man, aber das ist auch nicht die allerschönste, die allerschönste Sache, weil, ja, wenn eine Frau dir nicht in die Augen gucken kann beim Sex, dann muss ich dir wahrscheinlich nicht erklären, dass das nicht der beste Sex ist, den du jemals haben wirst. Und die letzte Art von Frauen, vor der du aufpassen solltest, sind Frauen, die dich permanent herausfordern und dich permanent schlecht machen wollen. Bis zu einem gewissen Grad gehört Herausfordern auf jeden Fall dazu. Jede Frau, vor allem eine gute Frau, wird dich herausfordern, um zu gucken, ob du der Mann bist, der du vorgibst zu sein, ob du ein Mann bist, dem sie vertrauen kann. Das sind diese berühmten Shit-Tests. Ich nenne sie einfach nur Tests. Diese berühmten Vertrauenstests, so wie ich sie in meinem Buch Die Zeus-Methode genannt habe. Die wird es immer wieder geben und die sind auch in Ordnung, die haben auch ihre Berechtigung und die sind auch gut für dich, weil die fordern dich heraus, der Mann zu sein, der du sein kannst. Die Frau sieht, was du für ein Potenzial hast und fordert dich heraus, genau dieser Mann zu sein. Das ist cool. Aber es gibt Frauen, die testen dich unentwegt und wollen dich immer irgendwie schlecht machen. Und vor allem dann unter Umständen auch noch in Gegenwart deiner Freunde oder in der Öffentlichkeit. Wenn eine Frau in der Öffentlichkeit extrem ausrastet und dich schlecht macht, dich anschreit oder so, und das passiert öfter als einmal. Das sollte vielleicht einmal passieren und dann, wobei, sollte so, wenn sowas einmal passiert, dann ist die Frau auch bei mir direkt raus eigentlich. Es kommt natürlich auch an, wie krass das ist. Aber das wäre wahrscheinlich eine Frau, die ich nicht ein zweites Mal wiedersehe. Aber es sollte auf keinen Fall öfter als einmal passieren. Du solltest dir sagen, hey, das passiert nicht nochmal, denn wenn das nochmal passiert, dann sehen wir uns nicht wieder. Also da würde ich dann auch klare Worte wählen. Du musst nicht sauer sein, aber sei ganz klar in deiner Kommunikation. Das passiert nicht nochmal und wenn das nochmal passiert, dann sehen wir beide uns nicht wieder. Vor solchen Dingen musst du aufpassen, denn sobald du dich da reinbegibst und dich nicht frühzeitig vor sowas abgrenzt, leidet dein Selbstbewusstsein und irgendwann, wenn du zu tief drin bist, dann, ja, überfährt dich die Frau möglicherweise mit ihren Komplexen, mit ihrer komischen Art und Weise, die einfach nur Ausdruck ihres eigenen geringen Selbstbewusstseins ist. Und du endest in einer Beziehung, in der dein Selbstbewusstsein komplett zerstört wird und kommst dann am Ende aus der Beziehung raus, ohne Selbstbewusstsein zu haben. Dein Selbstbewusstsein ist komplett weg und du musst es über Jahre wieder aufbauen. Deswegen zieh da frühestmöglich die Reißleine und entferne dich ganz schnell von solchen Frauen, falls sowas vorkommen sollte, falls Frauen dich dauerhaft schlecht machen wollen. Dich immer wieder testen. Wobei, ich würde hier wirklich einen Unterschied ziehen zwischen testen und dich schlecht machen wollen. Also dich schlecht machen wollen aktiv ist halt wirklich, wenn sie dich beleidigt, wenn sie irgendwie dich ständig sehr, sehr negativ in Frage stellt, alles, was du tust, negativ bewertet. Herausfordern ist einfach, wenn sie so ein bisschen versucht, das Beste aus dir rauszukitzeln. So, ja, dann, da kannst du doch mehr. So, das kannst du doch besser. So, wenn sowas passiert, dann ist das in Ordnung. Das ist einfach herausfordern. Ja, oder ne, aber wenn es dann an diese Beleidigungssachen geht oder an diese Schlechtmachen-Sachen, da musst du ganz schnell Abstand suchen und ganz schnell in den Verteidigungsmodus gehen. Ich weiß es, ich hatte das letztens, als ich in Wien war, waren wir auf so einer kleinen Hausparty und da war so eine Frau, die war, keine Ahnung, Sexualtrainerin, zumindest hat sie das gesagt, ich glaube es nicht, bei ihrem Umgang mit Menschen glaube ich nicht, dass sie Sexualtrainerin ist, sollte sie zumindest nicht sein. Und also eigentlich war es okay, so unsere Kommunikation, aber irgendwie hat sie von vornherein die ganze Zeit, also sie hat dann meine Tattoos gesehen und meinte so, ja, wer macht sich denn solche blöden Tattoos? Und ich war so, hä, was ist das denn jetzt? So, und also das war nicht dieses Necken, wo man so ein bisschen so ein Kompliment macht und dann so einen leichten Push zurück, aber der Person zeigt, dass das spaßig gemeint ist, sondern sie war halt ernsthaft so drauf. Und dann habe ich kurz Zeit später noch mit ihr gequatscht und dann kam wieder irgendwie sowas von wegen, was, wie sprichst du das denn aus? Ist ja ein bisschen lächerlich. Und da war ich so, wow, was ist das bitte für eine Person? Und an der Stelle habe ich dann meine Kommunikation mit dieser Frau auch eingestellt und habe die keine Aufmerksamkeit mehr gewürdigt. Also vor solchen Leuten nimm bitte Abstand, auch vor Männern, die sowas machen, sonst leidet dein Selbstbewusstsein ganz extrem. Du musst lernen, dich schnell von sowas abzugrenzen, für dich selbst. Und auch um der anderen Person zu zeigen, hey, du bist ein ziemliches Arschloch, korrigier mal dein Verhalten, sonst werden Menschen dich nicht besonders lieb haben. Das waren die verrücktesten oder die schwerwiegendsten Sachen, bei denen du aufpassen solltest, die
größten Verhaltens-No-Gos sind Warnhinweise, die du erkennen können solltest, damit du nicht an eine Frau gerätst, die dir dein ganzes Leben zerstört. Wobei man sagen muss, die zerstört dir nicht dein Leben, das machst du dann ja, das ist ja alles deine Entscheidung. Aber es gibt halt Frauen, von denen du dich abgrenzen solltest. Was das für Frauen sind, habe ich dir eben erklärt. Schreib mir gerne mal in die Kommentare, wie so deine Erfahrung ist, was da waren so deine verrücktesten Erfahrungen, was sind vielleicht Warnzeichen, die du kennst, die ich noch nicht aufgeführt habe. Würde mich interessieren, schreib es mir in die Kommentare. Ansonsten schön, dass du hier warst. Hier links kannst du den Channel abonnieren, das kennst du bereits. Unten kannst du dich für ein Coaching bewerben. Eins der letzten Plätze für dieses Jahr kannst du dir da sichern, wenn es passt. Und links unten in der Ecke kommst du zum letzten Video auf diesem Channel. Unbedingt schauen, denn das, was du in dem Video siehst, das machen ganz wenige Männer richtig. Und das musst du unbedingt wissen, wenn du hier auch regelmäßig auf diesem Channel dabei bist. Wir sehen uns am Donnerstag wieder. Schön, dass du hier warst. Bis dahin, ciao.